es noch Tod, Tod, Tod. Thank you.
Langsam, Leute, langsam. Nicht zu überstürzen, du machst mich ja ganz verrückt. Was soll ich bitte mit den 10 Minuten machen, die du heute so früh fertig bist? Bedenke, du lebst noch 30 Jahre. Das sind 360 Monate, Tage, Stunden, Minuten. Was willst du in der ganzen Zeit machen? Du musst dir die gut einteilen. Jawohl, Herr Hauptmann. Weißt du was? Ich sehe schwarz für die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Wir brauchen Beschäftigung, Bolzig. Beschäftigung. Ewig, das ist ewig. Das ist ewig, ist ewig. Nun ist es aber nicht ewig. Folglich ist dies ein Augenblick. Weißt du? Ich habe einen Kloß im Hals, wenn ich daran denke, wie sich die Welt eines Tages herumdreht und alles, was wir hier taten, Zeitverschwendung war. Ich kann kein Höhenrad mehr sehen oder ich werde ganz melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Mein Zeck, schon wieder so abgehetzt. Ein guter Mensch mit gutem Gewissen, der tut dies nicht. Jawohl, Herr Hauptmann. Erzähl doch mal, wie findest du das Wetter heute? Sieht dünn aus. Ja, habe ich sofort erkannt. Ein bisschen Wind ist schon da. Ich vermute leichten Südnordwind. Jawohl, Herr Hauptmann. Nord. Mensch, du bist so dumm. So saudumm. Bist du mir auf den Kopf gefallen? Mensch, du bist ein guter Mensch, ein tugendhafter Mensch. Aber du hast keine Moral. Was für Moral? Moral ist, wenn man moralisch ist. Du allerdings bist dies nicht. Du hast ein Kind ohne den Segen der Kirche. Ich glaube nicht, dass für Gott von Belang ist. Er sprach ja nicht umsonst, dass sie die Kindlein zu mir kommen. Och Mensch, was redest du da schon wieder? Der bringt mich eines Tages noch mit seinen Antworten um. Wir armen Leute. Nur wer Geld hat, kann sich Moral leisten. Du bist kein tugendhafter Mensch. Wenn ich ein Mädchen sehe, bekommt mir auch die Lust auf Liebe. Aber die Tugend, Wolzek, die Tugend. Jawohl, Herr Hauptmann, die Tugend. Doch wie kann ich tugendhaft sein, wenn ich keinen Arm um meine Arme habe? Und kein Pferd auf meinem Hofe. Gut, Wojciech, du bist ein guter Mensch, wahrlich. Aber du denkst einfach zu viel. Ziehst dich selbst runter, siehst immer so abgehetzt aus. Mensch, solche Gespräche machen mich mal total fertig. Und jetzt verschwinde. Ich habe es schon immer gesagt, dieser Wojciech. Arm und verrückt. Hätte sie doch ein anderer genommen. Thank you.
Da sind sie. Guck dir den Mann an. Ein Mann wie ein Baum. Aber wenn ich dann weiß, wie ich da warte, dann gefällt mir. Dieses Bild, was du siehst, so kennt man dich. Kennst du nicht das Lied von da? Das ist ein schöner Wort. Das sieht dir ähnlich, Marie. Deine Augen glänzen ja noch. Und wenn deine Augen noch so lieb und das dann glänzt sie ja noch. Dass du sie so zeigen kannst, dass du sie kaufen kannst. Ich? Du schaust doch jedem hinterher. Alte Ziege, komm, mein Kind. Lass die Leute doch reden. Bist doch mein armes Bein und mach deine Mutter trotzdem glücklich. Franz, bist du es? Komm hier rein. Kann ich, muss einen Appell. Was hast du schon wieder? Besinn dich. Marie, es war wieder was. Viel steht nicht geschrieben. Ich glaube, unsere Erde geht zugrunde. Mann, verstehst du ihn? Ich höre Stimmen. Ich werde verfolgt. Franz? Ich muss gehen. Der Mann, so vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehen. Du bist so still, Junge. Fürchtest du dich? Es wird ganz dunkel. Sonst schreien die nachher noch mal zum Fenster herein. Es erschauert mich. Fortschritte. Alles macht Fortschritte. Ein Mensch
Ein Affe, ein Papagei. Kommen Sie ran, sehen Sie. Der Affe ist schon ein Soldat. Ist noch nicht viel. Unterste Stufe vom menschlichen Geschlecht. Kommen Sie, setzen Sie sich. Willst du? Das muss schon was Tolles sein. Guck mal, was der für ein Bizeps hat. Halt! Siehst du sie? Was zum Beispiel? Ein Vortrag von ganzen Regiment und zur Zucht von Tango-Majoren und Modellathleten. Was für eine Figur! Diese Augen, schwarz wie mir. Was für Lichter, ich bin geblendet! Dann schnappst du jetzt gut. Hey, was da? Zeig dein Talent! Deine fiese Vernünftigkeit! Beschämt die menschliche Sozietät! Meine Damen, meine Herren, dies Tier, das Sie da sehen, Schwanz am Leib, vier Hufe, ist Mitglied in den höchsten wissenschaftlichen Kreisen und Professor an der Uni. Ja, dazu reicht dein einfacher Verstand. Was machst du, wenn du mit doppeltem Verstande denkst? Sag mir, ist unter der gelehrten Sozietät ein Esel? Sehen Sie jetzt deinen doppelten Verstand, meine Herren? Ist kein fidumes Individuum. Das ist deine Person. Ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh. Sehen Sie, das Vieh ist doch noch Natur, unideale Natur. Lernen Sie bei ihm, das soll heißen, der Mensch soll natürlich sein. Sehen Sie seinen Verstand, kann rechnen und doch nicht an den Fingern zählen. Sag den Herren, wie viel Uhr es ist. Hat jemand von den Herren eine Uhr? Eine Uhr? Und eine Uhr? Ja. Das muss ich sehen. Gut. Als nächstes richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Wojceks körperlichen und geistigen Zustand. Dafür sollten wir den Doktor hören, bei dem er lange in Dienst stand. Herr Doktor, was können Sie uns zu Wojceks Gesundheitszustand sagen? Was erlebt mich, Wojcek? Ein Mann von Bord? Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wojcek, ich hab es gesehen. Auf die Wand gepisst hat er mir. Die Straße gepisst wie ein Hund. Für 2 Groschen am Tag. Schlecht, Wojcek, schlecht. Die Welt ist schlecht. Aber Herr Doktor, wenn dann die Natur doch so kommt? Die Natur kommt? Die Natur kommt. Ich habe nachgewiesen, dass die menschliche Blase einzig und allein dem Willen unterworfen ist. Der Mensch ist noch frei. Der Mensch ist der Herr über seine Organe. Der Mensch ist der Herr über seine Blase. Wojcek, hat er schon seine Erbsen gegessen? Plan einer Revolution in der Wissenschaft. Ich jage sie in die Luft. Harnstoff 010, salzsaures Ammonium, Hydroxid. Versuch's. Ich kann nicht, Herr Doktor. Aber an die Wand pissen! Oh, das ist... Nein. Ich rede mich jetzt nicht auf. Ärger ist ungesund. Ich bin ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Und ich sage es dir, mit der größten Kaltblütigkeit, die mir zu eigen ist, behüte, wer sich über einen Menschen ärgert. Wenn es doch ein Versuchstier ist, was einem verrenkt. Aber Wojcek, wir dürfen nicht entfernen zu sollen. Herr Doktor, sehen Sie, manchmal haben die Dinge eben so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur, da ist was anderes. Wojcek, er philosophiert schon wieder. Herr Doktor, haben Sie noch nichts von der doppelten Natur gesehen? Wenn gegen Mittag die Sonne am Himmel steht und es ist, als ginge die Welt in Flammen auf. Er hat schon so manche fürchterliche Stimme zu mir gesprochen. Wojcek, er hat eine Ratio. Herr Doktor, sehen Sie nicht die Schwämme, in was für komischen Formen sie aus dem Boden hervorwachsen? Wenn das einer lesen könnte. Doch, Wojcek, er hat die schönste Ratio Martialis Partialis zweite Spezies sehr gut ausgeprägt. Wojcek, er kriegt Zulage. Zweite Spezies, fixe Idee, allgemein vernünftigem Zustand. Er tut doch alles wie sonst. Was jetzt er noch macht? Jawohl. Ist sein Herz. Immer ordentlich, das Geld für die Menage bekommt meine Frau. Tut sein Dienst. Jawohl. Er ist ein interessanter Kerl. So, der Wojcek, er kriegt Zulage. Halt das doch mal. Wichtig
Gestorben. Am bloßen Schrecke. Ich sehe schon die Leute, die sie meinen.
meinen Sack auf ihren Schultern tragen. Aber sie werden mich eher so behalten als einen guten Menschen. Verdammt nochmal. Reden Sie nicht von Unsinn. Ignoranter Idiot. Ich empfehle mich sehr gerne, Herr Sergeant. Gleichfalls, Herr Schaffer. Ah, Heuzel. Bleib doch noch ein bisschen. Warum rennt er so? Er rennt ja alles um, rennt wie ein Verrückter. Er meint, als müsste er in einer halben Stunde in Berlin sein. Aber vorher noch ganz Paris einnehmen. Was wollte ich noch gleich sagen? Ah, Heuzel, ab nach Berlin. Und ihm ist gut davon. Man müsste den Soldaten welchen Angebot nachbewegen. Aber wollte er eine brave Frau? Ja, als würde sie es wagen, ihn mit einem Tambourmajor zu betrügen, der es nicht ganz so eilig hat. Na klar, Herr Hoffmann, was wollen Sie damit sagen? Wenn er sich beeilt, dann kann er vielleicht noch einen Wagenkurs sehen. Voller Liebe. Guck mal, was er für ein Gesicht macht. Herr Wolzek, ich bin ein armer Kerl. Mach mich keinen Spitz mit mir. Spaßig? Als würde ich es wagen, mit ihm zu spaßen. Ruhig, Wolzek. Herr Kuhl. Hart, ungleich. Herr Hoffmann, die Erde ist Köln heiß. Bei mir ist eiskalt. Eiskalt, die Hölle ist also kalt. Wollen wir wetten? Bitte, bitte, das darf nicht wahr sein. Oh, muss ich ihn erst erschießen, bevor er mich mit seinen Augen ersticht? Halt ihn aufrecht. Bewegt muss den Stab. Entspannt. Es ist viel möglich, es ist viel möglich. Schönes Wetter heute. Man könnte Lust bekommen, einen Haken in den festen blauen Himmel zu schlagen und sich daran zu erhängen. Logik der Ungewissheit zwischen Ja und Nein. Ich muss darüber nachdenken. Ach, die Menschen, sie machen sich so nervös. Sie hetzen alle so. Ein guter Mensch, der ist ein Leben lieb. Ein guter Mensch, der ist dankbar. Ich zum Beispiel, ich bin damals nur in den Krieg gegangen, um meine Liebe zum Leben zu befestigen. Auf was die Menschen heute für Gedanken kommen. Protest, nicht wahr? Ja, Protest. Die Lage spitzt sich zu. Man sieht, Wojtek steht unter Druck. Mein Herr, ich stehe hier vor Ihnen auf dem Plank. Genauso wie David, als er die Batzehmasse hat. Doch von hier sehe ich nichts als die Wäsche unserer Schilder. Nun denn, heute widmen wir uns dem Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Das bedeutet, dass wir den Corpus Catius zum Centrus Gravitionis einmal ausbrechen. Wojtek! Hey, Wojtek! Ja, Herr Doktor. Ja. Ah, sie weiß. Ja, hört die Beste nicht so zärtlich wie seine Großmutter. Herr Doktor, ich hab zittern. Gut, Wojtek. Nun, mein Herr, dies hier ist die Spezies Hart und Laut. Äußerst ausgeprägte Sprunggelenke. Ja. Dieses Tier hat keine wissenschaftlichen Instinkte. Nun denn, mein Herr, schauen Sie stattdessen. Der Mensch. Seit einem Vierteljahr ernährt er sich ausschließlich von Erz. Kommen Sie einmal hin. Fühlen Sie mal seine ungleiche Puls. Sie auch, machen Sie sich noch die Zeit. Kommen Sie mal hin. Achten Sie auf die Unregelmäßigkeit in seinen Augen. Herr Doktor, mir wird schwarz vor Augen. Courage, Freund, sehr groß noch ein paar Tage. Betrachten Sie doch mal die Schlaffe in seiner Muskeln. Das ist unglaublich. Apropos Muskeln. Wojtek, bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich hab's euch schon unnütz zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Hallo, frisch. Och, Herr Doktor, meine Güte. Bestien. Willst du es machen wie die Katz? Soll ich dir die Ohren bewegen? Also, das hier sind Übergänge zum Esel. Und die Folgen weiblicher Erziehung. Sag an, wie viele Haare hat die Mutter aus Zärtlichkeit schon ausgerissen? Oh, die sind ja ganz dünn geworden in den letzten paar Tagen. Ja, meine Herren, die Erbsen, lieber, die Erbsen. Ich würde mal sagen, für eine Urinprobe nehmen wir den jungen Mann nochmal ein bisschen in die Praxis. Wären Sie so freundlich, ihn zu führen? Frau Bierchen hat eine brave Magd. Sie sitzt im Gartenpark nach. Sie sitzt in ihrem Garten. Andres, nun? Schön Wetter. Sonntag Sonnenwetter, Musik vor der Stadt, wohin sind die Weibsbilder hinaus? Die Menschen dampfen, das geht. Sie tanzt. Andres, sie tanze. Um Rössel und im Sterne. Tanz, tanz. Meinetwegen. Sie sitzt in ihrem Garten, bis das Glöcklein 12 steht. Und passe auf die Soldaten. Andres, ich habe keine Ruhe.
Na. Ich muss hinaus. Es dreht sich mir vor den Augen. Tanz, tanz. Was haben Sie für heiße Hände? Verdammt, Andres! Was willst du? Ich muss fort! Mit dem Mensch? Franz, du musst ins Lazarett! Das Hemd, Andres! Es ist nichts für Montur! Du kannst es gebrauchen! Und das Kreuz ist meiner Schwester! Und das Ringlein! Ich habe auch noch ein Heiligen! Zwei Herzen und schön Gold! Es lag in meiner Mutter Bibel! Und da steht: Leiden sei all mein Gewinn, Leiden sei mein Gottesdienst. Herr, dein Leib war rot und bunt, so lass mein Herz sein aller Stund. Meine Mutter fühlt nichts. Ich fühle nur, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint. Das tut nichts. Jawohl. Friedrich Johann Franz Wojcek, Wehrmann, Füsilier im 2. Regiment, 2. Bataillon, 4. Kompanie, geboren Maria Verkündigung. Ich bin heute alt, 30 Jahre, 7 Monate und 12 Tage. Franz, du musst ins Lazarett. Du musst Schnaps trinken und Pulver drin, das tötet das Fieber. Ich muss hinaus, es wird zu heiß. Andres, ich muss raus, ich muss gehen, es wird zu heiß. Heiß, Kuchenatmen. Marie! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Doch man müsste es sehen können. Wir müssen es greifen können mit den Fäusten. Was ist das, Franz? Eine Sünde so dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Adieu, Marie, du bist so schön wie die Sünde. Doch kann die Todsünde so schön sein? Franz, du redest mit viel. Teufel! Hat er da gestanden? So? So? Bleib einen Tag lang und die Welt alt ist. Können viele Menschen an einem Platz stehen. Einer nach dem anderen. Ich hab ihn gesehen. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und nicht blind ist und die Sonne scheint. Mit diesen Augen? Und wenn auch. Himmel. Hölle. Sterne. Mond. Himmel. Sie ging zu 2 und 2 und sie hatte rote Socken an. Das ist nicht schön. Was willst du auch machen? Das fängst du auch zuerst an. Warum? Darum. Aber warum darum? Es muss singen. Ich kann nicht. Mariechen, sieh gut aus. Komm, du Kinder. Kirche und Gruppen erzählen. Und dies endlich
haben, war es ein Stück Hausholz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war es eine verreckte Sonne. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken. Sie waren angesteckt und sind wieder neuen Tüter wie auf die Stelle gesteckt. Und wie es wieder auf die Erde rollte, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Sie war ganz allein, da hat sie es hingesetzt und geweint. Und da sitzt sie noch und tut es ganz allein. Marie! Was ist? Marie, wir wollen gehen, es ist Zeit. Wo hinaus? Marie, wir wollen gehen, es ist Zeit. Wo hinaus? Weiß ich's. Eifersucht, Eifersucht. Ein zentraler Ort, das Wirtshaus. Ich bitte den Wirt in den Zeugenstand. Dass ich so etwas in meiner Kneipe abspielen muss. Es hat sich folgendermaßen zugetragen. Ah!
Immer zu? Welch Unzucht! Marie! Gott, blas das Licht aus und lass Mann und Vieh aufeinander sich wälzen! Sein Zustand war indessen immer trostloser geworden. Die Welt hatte einen ungeheuren Riss. Er hatte keine Liebe, keine Hoffnung. Eine schreckliche Leere und doch eine folternde Unruhe. Er hatte nichts. Wojtek, ein interessanter Fall. Herr Staatsanwalt, die Tatwaffe. 20 cm lang, klare Klinge. Gekauft bei ortsansässigen Eisenbahnunternehmen. Keine Waffe kaufen. Hier, noch ganz neu. Schalldämpfer, unregistriert. Was willst du dafür haben? Wegen 200. Kann ich nie bezahlen. Wer ist von der hier? Was macht er? 150. Nee, das ist zu viel. Könnte ich dir nur noch mit Messern weiterhelfen? Ah ja. Was willst du denn damit machen? Ja, mehr als nur Rotschein. Was sagst du? 20. Ey, ist so viel. Ey, ich will noch den Sache. Für zwei. Ich meine, der Tod soll ja billig, aber nicht umsonst sein. Ja. Wenigstens Geld ist es, unser Ziel steht.
Weißt du noch, wie lange es her ist? Mindestens 2 Jahre. Und weißt du vielleicht auch, wie lange es noch sein wird? Ich muss vor der Nacht aufhält. Jetzt nicht. Und doch bist du heiß. Deine Lippen sind heiß. Heiß wie heißer Ofenatem. Marie, wenn man kalt ist, friert man nicht. Du wirst den Morgentau nicht mehr frieren. Was sagst du? Nichts. Wie der Mond gut aufgeht. Blutige Eisen. Was hast du gesagt? Franz, du bist blass, was hast du vor? Wir müssen! Thank you.
in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle. Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Ich mag dem Gedanken nicht weiter nachgehen. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich bitte nun der Reihenfolge nach die Schauspielerin auf der Bühne. Wir beginnen mit dem Team Dax Schreiber. Applaus für die Aktien. Thank you.
liebe Schüler, Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Gäste auf der Treppe, im Foyer. Nikolaus Moiseck, sicherlich das meistgespielte Stück auf deutschen Bühnen. Immer wieder neu, immer wieder anders, aber nie so Jamoragé. Wie so viele junge Menschen in wenigen Tagen seit Freitag das hinbekommen haben, ein solches Stück auf die Bühne zu bringen. So viele disparate Einzelszenen wie beim Moiseck zu einem Ganzen zusammenzufügen. In so vielen verschiedenen Schauspielerteams. Mit einem Tanzensemble, Chor, Orchester, Technik. In diesen wenigen Tagen eine so reife Bühnenleistung hinzulegen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, die die einzelnen Teams betreut haben, einfach nochmal in die erste Reihe bitten. Dankeschön los, Herrn Stefan, für die Teams, die da mitgearbeitet haben und gemeinsam etwas erarbeitet haben. Wenigstens einen kleinen Blutgruß loswerden. Für die Technik, ich gerne den Daniel geben. Eine ganz tolle Leistung vollbracht haben. Ich möchte es trotzdem tun. Ich möchte gerne die letzte Rose loswerden bei Max Hiebeberg.
Manchmal aber als ganz gläubiger Typ. Wenn Sie das sagen, wenn Sie das sagen. Wir nähern uns wieder an. Und trotzdem ist mir heute aufgegangen und viele haben das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen in den hinteren Reihen, dass der Max, als das Stück langsam zu Ende ging, hier unten gesessen hat und seine Rolle weitergespielt hat. Und der hat mich total fasziniert. Ich habe damals hingeschaut, wie der geweint hat, verzweifelt war und einfach sozusagen die Rolle gelebt hat. Ich glaube einfach, ich habe erfahren, dass der Max sowieso schon Schauspiel arbeitet, dass du, Max, deine Bestimmung gefunden hast. Max, bevor du was sagst, ich hoffe, du warst noch 2 Jahre an der Schule. Ja, das hab ich auch. Also erst einmal ganz freundlich wollte ich mich bedanken für jeden, der heute Abend gekommen ist. Es gibt ja auch ein bisschen was zum Schulkasten. Außerdem wollte ich auch mich nochmal bedanken für meine, erstens für meine wunderbaren Leute, die mich hier geführt haben durch diese eine Woche. Dann meine Frau Mama, die dort drüben zu finden ist. Will, die wirklich von Herrn Norman und der ganzen Kunstgestaltung hier wunderbar erarbeitet wurde. Das ist ganz toll. Eine Hose habe ich noch, dann geht's auch weiter. Eine Hose habe ich noch, dann geht's weiter mit Mad World. Vorher möchte ich noch sagen, etwas sagen, was die Person gar nicht hören will. Das wäre mir jetzt bei der Vorbereitung auf den Wolzeck in den letzten Tagen besonders aufgefallen, wie schwierig es war, so viele Menschen zusammenzuführen zu einer so geschlossenen Ensembleleistung. In diesem Jahr, in den Jahren zuvor auch immer wieder, ich habe auch am Rande beobachten können, mit wie viel Engagement auch Mais immer wieder alle zusammenführen musste. So, genug der Worte, jetzt geht's weiter mit Mad World.
Applaus, ein kleines Applaus. Wir geben noch Applaus. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, wir laden noch zum Laden ein, nicht so ganz normal. Doch, wir laden ein. Zum Sektenempfang ins Rote Foyer. Und danach wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler aus der Stufe noch auf. Und deswegen bleiben wir auch morgen in der ersten und zweiten Stufe zu Hause, schlafen die aus und kommen erst zur Zeugung aus.